Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Just for Fun Video von mir. Ja, wir legen auch schon gleich mal los und schwenken mal runter. Das ist meine Gamer-Tastatur hier. Na? Das ist die Logitech G15. Super Tastatur, muss man sagen. Lässt sich gut spielen, hat hier oben eine Anzeige, wo man Uhrzeiten und bla 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 so weiter sieht. Und fürs Spielen hat er hier auch noch ein paar Knöpfe. Jawohl. Das ist hier mein Monitor. Und zwar haben wir hier den Acer LED-Technologie mit, ja, mit HD und 3D-Technologie ist der fähig. Besitzt auch HD Anschlüsse und so weiter und so fort. Dann haben wir hier, genau hier haben wir mein Freemikrofon. Ja, mit dem Tiger Stativ. Super geiles Mikrofon. Daumen hoch. Lässt sich gut mit Sprachqualität. Hat hier natürlich diesen Pop-up-Schutz noch nicht. Kommt aber noch demnächst dazu. Dann schwenken wir hier rüber zu meine Kopfhörer von der Marke Plantonex. Jawohl. Mit unserem guten Dolby Surround Sound. Da mit USB oder auch hier, wie man so schön sieht, mit Klinke. Einen weiteren Daumen hoch. Super Kopfhörer. Kommen aber auch noch demnächst neue. Dann haben wir hier, genau da, 1, 2, 3, 4, 5. Und Zapfuhrs unterm Tisch. 5.1 Surround Stereo Boxen. Daumen hoch. Ja. Muss man ja dazu sagen, guten Klang haben die und wie gesagt, die machen gut Musik, guten Klang. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwann mal neue kaufe oder so, keine Ahnung. So, dann kommen wir hier. Das ist meine Logitech Maus, kabellos, mit die ich, jawohl, zocke. Es ist natürlich hier, da, Logitech G700, ja, mit mehreren Tasten hier an der Seite, G-Tasten und zum Programmieren alles hier, lässt sich wunderbar handeln, wunderbar zocken, liegt gut in der Hand. Dazu gab es auch noch Ladekabel, ne? Die kann man hier vorne, zack, ich zeige euch das mal. Oh, da ist der Eingang. Jawohl. Die kann man auch am Kabel anschließen. Da haben wir meinen Laptop. Mein Notebook von Toshiba. Super geiles Teil, muss man dazu sagen. Gut, ist gewohnheitsbedürftig und Geschmackssache, ob da jetzt nun Windows 8 drauf ist oder nicht. Kann man sich überschreiben. So, dann haben wir hier noch eine kleine Festplatte, eine Pocket-Festplatte, wie man dazu sieht, von der Marke Toshiba. Ja, einen weiteren Daumen hoch, geiles Teil. Lässt sich gut mit, ja, Laptop anschließen und so weiter. Ich habe es jetzt momentan nicht dran, aber das ist eine 320er, glaube ich, Festplatte. Ja, ich schwenke jetzt hier mal runter. Da ist das gute Schmuckstück, wie man so gut sehen kann, leuchtet sogar auch, liebe Freunde. Das ist meine 1 Terabyte Gigabyte Let's Play Festplatte. Da habe ich meine ganzen Let's Plays drauf, die ich bearbeite, aufnehme und aufbewahre. Ja, mein Laufwerk. Achso, das externe
Festplatte ist von der Marke Toshiba. Ja, jetzt bin ich hier leider auf meinen Knopf gekommen, auf den Reset-Knopf von meinem Rechner. Und wie man jetzt so schön sieht, fährt sich mein Rechner neu hoch. Ja, kann ja mal passieren. Ist ungewollt, aber kann man nichts machen. Ja, das war's von meiner Seite aus für den kleinen Let's Fun zwischendurch. Just for fun. Windows nochmal starten. Na logisch. War ja auch ein kalter Start gerade. So, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Macht einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Oder lasst ein Abo da. Keine Peilung. Tobt euch aus, wie ihr wollt. Tschüss, bis zum nächsten Let's Fun. Und ihr habt da mal so einen kleinen Einblick von meiner jetzigen momentanen Technik bekommen. Ich bin euer Pistorm 100 und ich sage ciao.